Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute in Rheinland-Pfalz unterwegs und wir gehen da die Traumschleife Gräfin Loretta. Diese Traumschleife hat etwa 12,5 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie die Wanderung so ist, dann kommt mit. Dies ist ein Pilztroll. Pilztrolle sind leider vom Aussterben bedroht. Einige Pilzsammler haben sie verwechselt und sie sind dann im Kochtopf gelandet. Dies ist ein Wurzeltroll. Solche kleinen Kerle sollen dran schuld sein, dass mir Wanderer ständig über Wurzeln stolpern. Dies sind die Fußabdrücke vom Donnertroll. Der Donnertroll ist unsichtbar und lebt in der Regel auf dem Truppenübungsplatz. Thank you.
Noch etwa 2 Kilometer, dann sind wir auch schon wieder am Ziel. Die Tour, da sind wir ein bisschen zwiegespalten, wie die uns gefällt. Es waren schöne schmale Pfade dabei, die Kaiserallee, die war auch noch schön und vor allem am Anfang die Burgruine Frauenberg, die war auch noch top. Danach ziehte sich der Weg und es war sehr, sehr laut verkehrsbedingt. Das hat uns ja überhaupt nicht gefallen. Naja. Den Weg werden wir auf jeden Fall nicht weiterempfehlen. Einfach zu laut, da kann man einfach nicht abschalten. Richtig doof. Naja, was soll's. Hauptsache, wir waren wieder draußen unterwegs. Wenn euch dieses Video trotzdem gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch sowie über Kommentare sehr freuen. Also, bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Scheiße, Mick. Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute wieder in Rheinland-Pfalz unterwegs und zwar gehen wir dort die Traumschleife Loretta. Diese Tour hat etwa 20... Scheiße, die Scheiß, Mick!